Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur, hört man mich? Ich glaube ja. Liebe Mitglieder der Swiss Engineers STV Sektion Winterthur, die heute unsere Gastorganisation sind, ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Ich freue mich sehr, dürfen wir heute Michael Sander begrüßen. Herr Sander ist Professor an der ETH Zürich am Departement Umweltsystemwissenschaften und forscht am Institut für organische Umweltchemie. Er hat an der Universität Bayreuth Umweltwissenschaften studiert und in Yale doktoriert. Heute spricht er über bioabbaubar Plastik und ich bin schon sehr gespannt, ob wir heute Lösungen hören, um wenigstens eines dieser großen, dringenden globalen Probleme zu lösen, nämlich die fortlaufende Verschmutzung von unserer Umwelt mit Plastik, die täglich zunimmt. Herzlich willkommen und ich hoffe, wir haben heute ganz viele Lösungsansätze am Ende im Gepäck. Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung auch und natürlich vielen Dank an Sie im Raum, dass Sie heute Abend trotz der langen Woche wahrscheinlich für Sie den Weg hierher gefunden haben. Das freut mich wirklich sehr. Ich begrüße natürlich auch die Teilnehmer online. Und wie Sie gehört haben, und das will ich versuchen zu kommunizieren, es soll heute Abend auch einen Lichtblick geben. Ich bin Lehrerkind, ich hatte zwei Lehrer als Eltern. Bei uns wurde nicht diskutiert, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Bei uns wurde diskutiert, ob es ein Glas ist. Also ich kenne Pessimismus und ich kenne das Finden von Problemen sehr gut in meiner Sozialisierung. Aber heute Abend soll es darum gehen, auch auf Lösungen zu sprechen zu kommen. Und ich hoffe, das gelingt mir. Also der Vortrag hat den Titel Bioabbaubares Plastik in der Umwelt. Fakt, nicht Fiktion. Und ich dachte, obwohl es kurz angeklungen ist, ich stelle mich vor, Sie können erkennen, dass ich nicht ursprünglich aus der Schweiz komme. Ich komme hoch aus dem Norden. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und meine Kindheit, daran werden sich einige von Ihnen erinnern, ist geprägt worden von Ereignissen, die mich dazu gebracht haben, auch Umwelt-Naturwissenschaften zu studieren. Tschernobyl als Kind habe ich in Erinnerung, da waren die Spielplätze für ein paar Tage gesperrt. Ich durfte keine Pilze mehr sammeln und keine Milch mehr trinken. Waldsterben war ein großes Thema und auch das Robbensterben in Norddeutschland, wo ich herkomme. Studiert habe ich dann im Ausland, in Bayern, an der Uni Bayreuth, Geoökologie. Das war damals einer der Standorte, wo man Umwelt-Naturwissenschaften studieren konnte. Die ETH Zürich hatte ich damals auch schon ins Auge gefasst, aber dafür war ich vielleicht noch zu sehr daheim und in Deutschland unterwegs. Den Schritt hatte ich mir damals noch nicht zugetraut. Ich bin dann aber nach der Masterarbeit und nach dem Studium in Deutschland nach Amerika gegangen und habe dort im Land der unbegrenzten Möglichkeiten auch Umwelt-Naturwissenschaften studiert, eigentlich ein ingenieurwissenschaftlicher Studiengang und bin letztendlich dann in die Schweiz gekommen, seit 2005 in der Schweiz, jetzt mit meiner Familie hier. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier. Ich bin Norddeutscher, ich habe das Foto gemacht, meine Familie fährt Ski, ich fotografiere. Und es ist angetönt, ich bin Professor an der ETH, das stimmt. Ich muss das aber mit Einschränkung sagen. Ich bin sogenannter Titularprofessor. Und Titularprofessoren ist so ein bisschen wie der sozialistische Bruderkuss. Wenn man lang genug da gewesen ist und sich nicht schlecht angestellt hat, dann bekommt man diesen Titel. Man kann diesen Titel bekommen. Aber er ist nicht mit irgendwelchen Gehältern verbunden. Also ich habe meine eigene Forschungsgruppe, aber ich bin kein ordentlicher Professor der ETH, sondern Titularprofessor. Gut, ich bin organischer Umweltchemiker und Sie fragen sich vielleicht, aus welcher Perspektive heraus erzähle ich heute Abend über bioabbaubares Plastik. Organischer Umweltchemiker, wir beschäftigen uns mit dem Verbleib und der Umwandlung von organischen Molekülen in der Umwelt. Das ist unser Aufgabengebiet. Und traditionell sind das kleine organische Moleküle, wie beispielsweise Pestizide, Weichmacher oder Hormone. Und mit kleinen Molekülen meine ich wirklich relativ nicht sehr große, vielleicht 10, 20 Kohlenstoffatome, Moleküle.
Der Fokus in meiner Gruppe hingegen ist auf Makromolekülen. Wir haben schon früh angefangen, uns für Makromoleküle zu interessieren, beispielsweise Proteine. Auch über Viren haben wir relativ viel gemacht und die sind uns jetzt alle im Bewusstsein. Und ich möchte heute Abend aber über Kunststoffe sprechen, unsere Arbeiten zum Kunststoff. Und was ich an diesen Makromolekülen sehr mag, und ich hoffe, das tönt ein bisschen an in meinem Vortrag, ist, dass es ein sehr interdisziplinäres Forschungsgebiet ist. Also sowohl die Chemie, das ist vielleicht der Hauptaugenmerk für uns, aber auch die Mikrobiologie kommt zur Anwendung. Es handelt sich um Materialien. Ich werde ein bisschen über Boden und Landwirtschaft sprechen, deshalb auch Agrarwissenschaften. Und es ist natürlich immer auch eine analytische, chemische Frage. Gut. Den Vortrag habe ich versucht, wie folgt zu gliedern, oder ich habe es nicht versucht, ich habe es gemacht und dann versuche ich jetzt in der nächsten Stunde durch diese Punkte zu gehen. Ich werde zunächst eine thematische Einführung geben und diese thematische Einführung wird noch sehr stark auf Seiten der traditionellen, konventionellen Kunststoffe sein, weil ich denke, es ist wichtig zu verstehen, was diese traditionellen Materialien sind, um dann besser zu verstehen, wie unterscheiden sich davon die bioabbaubaren Kunststoffe. Also was sind Kunststoffe und warum finden wir sie überall? Und das ist so ein bisschen mein Blick als Umweltchemiker auf das Problem. Ich komme dann im zweiten Teil auf die bioabbaubaren Kunststoffe zu sprechen. Was sind es, diese bioabbaubaren Kunststoffe? Wo werden wir sie anwenden oder wo können wir sie anwenden? Und was passiert mit diesen Materialien in der Umwelt? Und im dritten Teil werde ich dann etwas tiefer eintauchen in die Forschung, die wir an der ETH machen, am Beispiel bioabbaubarer Mulchfolien oder bioabbaubarer Materialien, Kunststoffe in der Landwirtschaft. Was sind diese Materialien? Wie testen wir den Abbau und funktionieren diese Materialien auch im Freiland? Und zum Schluss möchte ich dann eine kurze Zusammenfassung und einen Ausblick geben. Ja, wer hätte das gedacht? Ich bin ein bisschen zurückgegangen. 1938. 1938, wenn wir über konventionelle Kunststoffe sprechen, Polymere, gab es Werbung beispielsweise von Dow Chemicals und die hätten das wahrscheinlich etwas vorsichtiger formulieren sollen. Die Aussage war damals, dass diese Materialien so erfolgreich sein werden, dass in der Zukunft wahrscheinlich die Welt in Plastik gehüllt sein wird. Also die hatten natürlich keine richtige Vorstellung, dass das genau zum Problem werden würde. Damals wurde das noch verkauft, als sie werden so erfolgreich sein, wir werden sie überall finden. Und das ist in gewisser Weise eingetreten und auch genau das ist eingetreten. Das ist jetzt von 1945, glaube ich, ebenfalls wieder eine Werbung von Dow Chemicals, wo auch nochmal gesagt wird, diese Materialien, die sind einzigartig, sie ermöglichen so viele neue Möglichkeiten, es sind wirklich Magic Materials. Und wir werden sie in Zukunft überall finden. Also hier ist es noch so als Ausblick. Wir leben in einer Plastik, in einer Kunststoffwelt. Unsere Wohnungen, unsere Häuser, unsere Autos und sogar unsere Kleidung wird aus diesen Materialien gemacht werden. Und das ist natürlich alles eingetreten. Hier wird angespielt auf die ganz spezifischen Eigenschaften von Kunststoff. Und das stimmt, das ist auch weiterhin so. Die Kunststoffe haben ganz besondere Eigenschaften. Das begründet auch ihren Erfolg. Ein bisschen Vorsicht ist hier auch angetönt in dieser Sektion, wo gesagt wird, ja, sie haben Vor- und Nachteile. Man muss vielleicht hier und dort ein bisschen vorsichtig sein. Aber was sind Kunststoffe? Und Kunststoffe, wir können eigentlich synonym sagen Plastik. Kunststoff ist eigentlich jetzt der Begriff, der lieber verwendet wird. Plastik hat so ein bisschen den Touch des Plastikproblematik. Plastik wirkt so ein bisschen schäbig, billig vielleicht von der Konnotation, aber Kunststoffe, Plastik können wir eigentlich synonym verwenden. Ich verwende auch beides, weil im Englischen Plastik eigentlich nicht diesen Anstrich hat des etwas Billigen oder Problematischen. Plastik besteht aus Makromolekülen, das sind Polymere und Polymere ist eigentlich viele Teile. Und das heißt, es ist ein großes Molekül, was aus Wiederholeinheiten aufgebaut ist. Und relativ offensichtlich wird das dann gleich, aber die großen Plastikmaterialien, die wir kennen, also das sind so die Big Player, die großen Mengen, die wir verwenden, insbesondere das Polyethylen und das Polypropylen, werden sehr viel produziert, aber Sie kennen diese Materialien PET, das ist beispielsweise meine Flasche hier, oder die Flaschen sind aus PET, auch Fliese sind aus PET gemacht, der Faserpelz. PVC beispielsweise, Polystyren und dann eben andere. Und in diesen anderen befinden sich auch
die bioabbaubaren. Ich hoffe, das heißt jetzt nicht, dass es schon die Stunde vorbei ist. Und ich hatte gesagt, Polymer, viele Teile, das kann man hier so sehen am Beispiel des Polyethylens. Das ist also aus dem Teil, das einzelne Teil ist das Ethylen und das wird polymerisiert zu einem Material, einem Makromolekül, was dann das Polyethylen ist. Sie können das erkennen, dass das makromolekular ist, die Chemiker, und ich werde das auch im Weiteren verwenden. Da gibt es dann unten dieses kleine N, das heißt eigentlich ganz viel von diesen C2-Einheiten, die miteinander verknüpft sind. Ganz wichtig, wenn man das Umweltverhalten dieser Materialien betrachtet und wenn wir später über die bioabbaubaren sprechen, das sind die konventionellen, dann ist es wichtig zu sagen, die konventionellen Polymermaterialien sind sehr stabil und die sind bewusst so gemacht worden. Es war sozusagen damals, die Polymerchemiker hatten den Auftrag, macht uns ein Material, was Supereigenschaften hat, und unter den Supereigenschaften war Stabilität. Man hat das also bewusst so hergestellt, dass diese Materialien stabil sind und lang ihre Funktion in der Anwendung erfüllen. Und man kann sich das wie so eine Kette vorstellen, wo dann die einzelnen Glieder so miteinander verbunden sind, dass man sie nicht einfach aufbrechen kann. Plastik ist eine Riesenerfolgsgeschichte. Also vorhin die Werbung waren irgendwie hier von 1930, 1945. Das war eigentlich bevor die Plastikmaterialien durch die Decke gegangen sind. Sie können hier die Produktionsvolumina sehen in Millionen Tonnen pro Jahr. Und was wirklich erschreckend oder bewundernd ganz von der Perspektive ist, dass diese Materialien extrem viel produziert werden. Grund war natürlich billiges Erdöl, billige Energie. Und es sind wirklich Materialien, die ganz besondere Eigenschaften haben, sehr leicht sind, sehr stabil sind, formbar sind, die zu dem Erfolg beigetragen haben. Die Zahlen sind enorm und man kann sagen, dass seit 20 Jahren wir eigentlich mehr als die Hälfte des Plastiks produziert haben. Und wir wissen, die Prognose steigt nach oben und das ist nicht nur die Prognose, die Fabriken, die Polymere in der Zukunft herstellen werden, die werden gebaut. Also die sind bereits in der Produktion. Das heißt also, wir können für die nächsten 10, 15 Jahre eine weitere Zunahme garantiert prognostizieren. Wenn wir diese Materialien uns angucken, ist die Frage, warum finden wir denn jetzt diese Kunststoffe überall? Und die großen Mengen, die produziert worden sind, habe ich bereits angesprochen. Man sieht, dass leider nur ein ganz kleiner Teil rezykliert wird. In der Schweiz unter anderem, aber auch in anderen Ländern wird am Ende des Lebenszyklus viel verbrannt. Manchmal sagt man dem thermisches Rezyklieren, da bin ich nicht so ganz sicher, ob das der richtige Begriff ist, aber man holt zumindest die Energie, die im Plastik vorhanden ist, aus diesen Materialien heraus, wenn man sie verbrennt. Ein Teil ist im Gebrauch, aber der allergrößte Teil geht eben in die Entsorgung. Landfills, wie sagt man im Deutschen, Mülldeponien sein. Ein Teil gelangt eben aber auch in die Umwelt. Und da diese Materialien sehr stabil sind, heißt es dann, wenn sie in die Umwelt gelangen, kann es nicht abgebaut werden, die konventionellen Polymere, und deshalb reichern sie sich in der Umwelt an. Sie können mich vielleicht fragen als Umweltchemiker, wie lang sind die denn dort? Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Die Materialien werden seit 60, 70 Jahren produziert und das Experiment läuft. Wir gehen aber davon aus, dass es Hunderte von Jahren sind. Also diese Materialien sind wirklich extrem stabil. Das Thema des Mikroplastik oder Plastik in der Umwelt hat uns natürlich in den letzten 10, 15 Jahren, vielleicht immer weiter zunehmend in den letzten 5 Jahren, sehr beschäftigt. In den Medien ist es sehr groß diskutiert worden. Es ist aber kein neues Phänomen und das ist vielleicht auch wichtig zum Erkennen. Also hier sehen Sie ein Bild von heute. Das ist so ein Vogel, ein Albatros, der verendet ist und man sieht, dass der Magen gefüllt ist mit diesen Plastikteilchen, weil eben der Albatros übers Meer fliegt und denkt, das ist ein Fisch, aber in Wirklichkeit ist es eben eine PET-Flaschenkappe. Und die wird dann aufgenommen und irgendwann verendet dieser Vogel, auch weil er wahrscheinlich zu viel von diesem Plastik im Magen hat. Ist aber kein neues Phänomen. 1966 auf einem Atoll aufgenommen, das sehr, sehr nah ist an diesem Atoll, hat man ebenfalls schon gesehen, dass diese Mägen große Mengen an Plastik enthalten. Und ich betone das deshalb, weil, und vielleicht gehe ich nochmal eins zurück,
Die Aussage heutzutage oftmals ist, wir haben ein Problem, das ist neu und wir müssen dieses Problem adressieren. Aber diese Geschichte ist schon ganz häufig erzählt worden. Sie ist jetzt für Materialien erzählt worden, aber wir kennen das von bestimmten organischen Chemikalien. Immer dann, wenn eine Chemikalie hergestellt wird, die in der Natur vorher nicht vorkam, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Mikroorganismen diese Chemikalien nicht umwandeln können. Und immer dann haben sie eine Persistenz. Und ein persistentes Material in Kombination mit der Freisetzung von Material führt irgendwann dazu, dass man es überall findet. Das sollte uns eigentlich nicht mehr verwundern. Und wie gesagt, es ist kein neues Phänomen. Und die Lösung, ich werde darauf noch zu sprechen kommen, eine der Lösungen ist, dass die Einträge minimiert werden müssen. Man darf einfach diese Materialien nicht in die Umwelt lassen, weil wir wissen, sie sind dort extrem stabil. Gut, das wäre die Einführung. Dann komme ich jetzt zu den bioabbaubaren. Also jetzt habe ich Ihnen von den konventionellen Plastik erzählt. Ich habe versucht zu erläutern, die Mengen, die wir verwenden, sind riesig. Immer dann, wenn es zu einer Freisetzung kommt, werden diese Materialien in der Umwelt bleiben und wir finden sie überall. Das ist nicht verwunderlich. Jetzt ist die Frage, was kann man ändern? Und da kommen die bioabbaubaren ins Spiel. Was sind bioabbaubare Polymere? Und wir kennen diese Materialien aus der Umwelt. Die sind uns also nicht ganz neu und auch der Natur sind sie nicht ganz neu. Biopolymere, die bioabbaubar sind, ist zum Beispiel die Zellulose, Stärke, Lignin, Chitin. All die Biopolymere, die wir kennen, wir ertrinken nicht in denen. Wir gehen nicht raus auf die Straße und überall finden wir diese Polymere. Das heißt, die Natur hat Methoden entwickelt, diese Materialien abzubauen. Und beispielsweise beim Lignin, wenn Sie im Wald spazieren gehen, dann sind das diese Weißfäulepilze, die es geschafft haben, enzymatisch die Materialien anzugreifen und klein zu schneiden, klein zu zerteilen in kleine Einheiten. Also diese Moleküle werden von Bakterien und Pilzen, wenn sie so wollen, zerschnitten und können dann aufgenommen werden. Der Unterschied zu den konventionellen Polymeren, die konventionellen waren diese, ich hatte eben das Polyethylen als Beispiel genannt, der Unterschied zu den konventionellen ist, dass die bioabbaubaren wie chemische Sollbruchstellen haben. Das heißt, in der Struktur sind Bindungen, die relativ labil sind. Und diese labilen Bindungen können von Enzymen, meist Enzyme, zerschnitten werden. Und dann entstehen kleine Stücke, die klein genug sind, dass Mikroorganismen sie aufnehmen können. Und ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Und das Beispiel ist jetzt die Zellulose. Das ist ein Biopolymer. Ich zeige Ihnen hier die Unterhose, einfach um den Vortrag ein bisschen zu spicen. Aber auch, weil es Beweisstück Unterhose, haben Sie vielleicht mitbekommen, war vor wenigen Jahren ein Citizen Science Projekt vom Agroskop. Und da ging es darum, diese Unterhosen zu vergraben. Jeder konnte die, glaube ich, bestellen. Und hat man die vergraben und hat dann hinterher geguckt, wie viel von dieser Unterhose bleibt im Boden als Indikator für Bodenfruchtbarkeit. Also was passiert mit der Zellulose oder mit dieser Unterhose? Die Zellulose kommt in den Boden und die Pilze und Bakterien realisieren dort, dass eine Kohlenstoffquelle. Aber die können diese Materialien nicht direkt aufnehmen. Das wäre so, als ob ich Ihnen eine Kuh zum Essen gebe. Und bei einer Kuh würden Sie sagen, prinzipiell lecker, aber ist zu groß, passt nicht. Und Sie brauchen also Geräte, Messer, Gabel, um diese Kuh klein zu schneiden und dann zu essen. Ähnlich ist es hier. Also die Pilze und Bakterien würden gern, aber können nicht direkt diese Kuh verschlingen. Deshalb, was machen Sie? Sie geben Enzyme ab. In diesem Fall sind es Zellulasen, die die Zellulose spalten. Und die gehen dann genau auf diese Sollbruchstellen und es entstehen kleine Moleküle. Und diese kleinen Moleküle sind dann klein genug, um von den Zellen aufgenommen zu werden. Und was entsteht, ist neue Biomasse und Kohlenstoffdioxid. Das ist wie bei Ihnen und mir. Weihnachten kommt, wenn wir zu viele Kekse und zu viele Gutzli und zu viele Leckerli essen, dann geht ein Teil ins CO2, aber der andere Teil geht auch in die Biomasse. Und Sie sehen auch hier bei der Unterhose hat das funktioniert. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob das ein sonderlich fruchtbarer oder nicht fruchtbarer Boden war, aber die Unterhose würde man sicherlich so nicht mehr tragen. Das heißt also, wenn wir uns über Biopolymere unterhalten und bioabbaubare Biopolymere, dann ist es so, dass wir das kennen. Diese Materialien werden in der Natur gebildet, sie kommen in die Natur, werden aber in der Natur abgebaut zu CO2 und zu Biomasse. Das heißt also, wenn ich das als Chemiker betrachte, dann sieht das ungefähr so aus. Eine Substanz, ein Biopolymer kommt in die Umwelt,
entscheidend ist, dass die Mikroorganismen diese Materialien zerschneiden können in kleine Einheiten. Und diese Einheiten sind irgendwann so klein, dass die Mikroorganismen sie aufnehmen können. Im Vergleich dazu nochmal rückblickend, die konventionellen Polymere, die kommen ebenfalls in die Umwelt ungewollt. Die können zwar fragmentieren in sogenanntes Mikro- und Nanoplastik, aber das Problem ist, dass es keine Enzyme gibt, die die Bindungen im Rückgrat spalten dieser Materialien. Und deshalb können sie nicht aufgenommen und verstoffwechselt werden. Deshalb sind sie stabil. Was ist dann bioabbaubares synthetisches, ein bioabbaubarer synthetischer Kunststoff oder ein bioabbaubares synthetisches Polymer? Das geht zurück auf die Biopolymere, die wir kennen. Die Strukturen sind also derart, dass wir wieder diese Sollbruchstellen haben. Und wenn diese Materialien in die Umwelt kommen, können Mikroorganismen sie verstoffwechseln. Also auch hier gilt, ein makromolekulares Struktur kommt in die Umwelt, Enzyme werden ausgeschieden, diese Enzyme können das kleinschneiden und wenn die Moleküle irgendwann sehr klein sind, werden sie verstoffwechselt. Das ist das Versprechen der Bioabbaubaren. Und Sie sehen hier oben Strukturen, ich werde gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Es gibt diese Materialien, die sind kommerziell erhältlich und die werden bereits verwendet. Wenn wir über die Anwendung sprechen, dann wäre jetzt ja das Naheliegende zu sagen, okay, Herr Sander war da und Herr Sander hat gesagt, es hat da dieses Riesenproblem mit den konventionellen und dann hat er gesagt, da hat es jetzt die bioabbaubaren, dann ist ja das Problem gelöst. Wo macht das Anwenden der bioabbaubaren Polymere Sinn? Ist bioabbaubares Plastik die Lösung für die Plastikverschmutzung? Und da muss ich Sie leider enttäuschen, das ist nicht so. Wir sehen dieses Bild in den Medien und denken, wir müssten das Material verändern. In manchen Anwendungen, und ich komme darauf, stimmt das auch. Aber die Lösung hierfür ist nicht, alles bioabbaubar zu machen, sondern den Eintrag zu minimieren. Also, das hat die EU erkannt, beispielsweise die EU, das ist jetzt Politik auf der EU-Ebene, dass man versucht, primär zu vermeiden, man versucht, diese Materialien wiederzuverwenden, zu rezyklieren und eigentlich die Beseitigung, End of Life, dass es wirklich ein Ende des Lebenszyklus hat, ist unterste Priorität. Und Bioabbau, wenn Sie so wollen, ist ein Verlust des Materials. Ja, ich will nicht Polymere im großen Maßstab synthetisieren und akzeptieren, dass sie verschwinden. Ich will die synthetisieren mit der Maßgabe, dass wir diese Materialien möglichst lange im Kreislauf halten. Wie das beispielsweise beim PET ja auch ist. Und das heißt, primäres Ziel sollte sein, von einer linearen Plastikwirtschaft zu kommen, zu einer zirkulären Kreislaufwirtschaft und diese Materialien, selbst wenn die Flasche leer ist, als Wertstoff zu begreifen. Gut, das war jetzt ein bisschen Freitagabend, lange Woche und jetzt kommt so eine Nachricht. Aber, und hier kommt das Aber, und das stimmt jetzt hoffentlich positiv ein. Es wird nicht die Umweltproblematik, die Umweltverschmutzung im großen Maßstab lösen. Aber es gibt Anwendungen, wo diese Materialien einen Sinn und einen Zweck haben und Vorteile bieten. Einer dieser Anwendungen, die kennen Sie, das ist bei Bioabfällen. Wenn Sie Bioabfälle aus dem Haushalt beispielsweise sammeln, dann sammeln Sie das in so Tütchen. Und hier habe ich, glaube ich, eine Migros-Tüte, aber ich bin jetzt nicht von Migros bezahlt, das ist jetzt Zufall. Das ist so eine kompostierbare Tüte. Dort sammelt man den Bioabfall. Der Bioabfall wird dann in die Kompostierung gebracht und diese Tüte, wenn die Kompostierung gut funktioniert, ich muss da ein bisschen vorsichtig formulieren, dann wird diese Tüte bioabgebaut. Und dann hat man am Ende des Lebenszyklus dieses Materials dann letztendlich eine Kreislaufführung zumindest der Elemente und am Ende hat man Kompost, den man verkaufen kann und als Bodenverbesserungsmittel verwenden kann. Das ist ein Beispiel, diese Tüte. Einwegbesteck habe ich jetzt, glaube ich, nicht dabei, ist ebenfalls eins. Wenn Sie diese Tabs, Spülmaschinen-Tabs angucken, dann sehen Sie, das hat so ein Polymer, so eine Folie drumherum. Und Sie packen das nicht aus, in der Regel, denke ich, wenn Sie das in die Spülmaschine tun. Das wird aufgelöst und ist ebenfalls bioabbaubar.
Und Sie haben vielleicht mitgekriegt, hier war so ein Big Battle, jetzt vielleicht für die Jüngeren formuliert unter Ihnen, es war so ein Big Battle hier zwischen Migros und Nestle mit diesen kompostierbaren Kaffeekapseln. Da ist auch die Idee, die sind aus Polymeren hergestellt, die man dann in den Kompost geben kann, die dort abgebaut werden. Das ist ein großer Bereich, aber nicht der, wo ich als Umweltchemiker Herzrasen bekomme. Wo ich als Umweltchemiker Herzrasen bekomme und mich mehr für fasziniere, sind Anwendungen von Kunststoffen direkt in der Umwelt. Und einige Beispiele sehen Sie hier. Also zum Beispiel Bürsten, Saatgutbeschichtung, Fadenmäherfäden, Bindegarn, bestimmte Bestandteile von Netzen für die Fischerei. Mulchfolien, darauf komme ich später noch. Geotextilien, zum Beispiel, wenn Sie Autobahnen bauen und den Hang befestigen, dann wird das in der Regel mit Fliesen gemacht. Überall dort, wo also diese Materialien direkt in der Umwelt verwendet werden und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir sie nicht zurückgewinnen können, überall dort sollten wir sicher sein, dass diese Materialien bioabbaubar sind. Silvester ist nicht so weit weg. Auch da ist vielleicht eine Überlegung, Feuerwerkskörper nicht aus Polypropylen zu machen. Das schießen wir in den Himmel, einen Teil finden wir wieder. Aber einen Teil finden wir sicherlich nicht wieder. Und dieser Teil, den wir nicht wiederfinden, soll dann, wenn wir das akzeptieren, dann wohl aus bioabbaubaren Kunststoffen gemacht sein. Gut, ich habe jetzt gesprochen, konventionelle, habe Ihnen gesagt, die konventionellen haben folgendes Problem, stabil kommen in die Umwelt, bleiben dort. Dann habe ich den Einschub gemacht, wie sehen denn Bioabbaubare aus? Und die Bioabbaubaren haben diese Sollbruchstellen. Und die Sollbruchstellen heißen, dort können Enzyme von Bakterien, von Pilzen, diese Sollbruchstellen schneiden und es kann aufgenommen werden. Und dann musste ich ein bisschen einschränken und sagen, es löst leider nicht das Riesenproblem. Das Riesenproblem, das liegt bei Ihnen und mir. Wir müssen einfach mit dem Kunststoff als Wertstoff besser umgehen. Aber es gibt bestimmte Anwendungen, wo Bioabbau eine Rolle spielen kann. Und jetzt komme ich auf den Bioabbau. Was ist das denn? Beim Bioabbau gibt es drei Schritte in der Regel. Diese Kunststoffe gelangen in die Umwelt, dann kolonisieren diese Kunststoffe, werden dann kolonisiert durch Bakterien und Pilze. Oftmals ist es dann so, dass diese Bakterien und Pilze Enzyme aussenden, über ihre Zellmembran nach draußen und diese Enzyme zerschneiden dann an den Sollbruchstellen die Polymere. Es entstehen kleine Einheiten, die aufgenommen werden können und dann verstoffwechselt werden. Und ich zeige es deshalb, weil ich später in unserer Forschung durch diese drei Schritte durchgehen werde und Ihnen exemplarisch ein bisschen einen Einblick geben werde in das, was wir an der ETH machen. Bevor ich dazu komme, zu diesem Anwendungsbeispiel, möchte ich noch ein paar generelle Punkte zu den Bioabbaubaren machen und die sind mir wichtig. Ein Punkt, der für viel Verwirrung sorgt, ist, dass bioabbaubare Polymere nicht universell bioabbaubar sind. Wir haben die Tendenz, ein Material zu bekommen, zum Beispiel diese Tüte, und dann sagen wir, oh, die ist ja bioabbaubar, dann tue ich die jetzt auf dem Balkon auf meinen Heimkompost. Die ist ja bioabbaubar. Problem ist, dass die Bedingungen, die vorherrschen in dem Milieu, in dem ich diese Materialien tue, sehr stark beeinflussen, ob der Bioabbau auch stattfinden kann, ja oder nein. Das heißt also, eine industriell kompostierbare, bioabbaubare Tüte ist nicht am Boden des Zürichsees bioabbaubar. Dafür ist sie aber auch nicht getestet und gemacht. Ja, das muss man immer im Kopf behalten, wenn man über Bioabbau spricht. Wenn ich auf die Feuerwerkskörper zurückkomme, dann dürfen diese Feuerwerkskörper nur aus Materialien gemacht werden, die auch in Umwelten abbauen, die sehr wenig mikrobielle Aktivität haben. Also es darf nicht ein kompostierbares Material sein, denn die Raketen, die wir in den Himmel schießen, landen nicht alle per Zufall im industriellen Kompost. Aber das ist wichtig, weil es führt zu ganz viel Verwirrung, nicht nur unter Konsumenten wie Ihnen und mir, es führt auch zu Verwirrung in den Wissenschaften. Also es gibt viele meiner Kollegen, die dann sagen, wir haben bioabbaubares Plastik genommen, das in den See gelegt und das war nach 2 Jahren noch da. Das stimmt also nicht. Das ist leider nicht ganz richtig, denn hier steht ja bioabbaubar im Kompost drauf, nicht im See. Also der Bioabbau ist systemspezifisch, nicht nur materialspezifisch. Und wir kennen das.
Sie und ich, wir kennen das. Venedig ist auf Holz gebaut. Holz ist ein bioabbaubares Polymer. Aber wenn Holz in anoxischen Sedimenten ohne Sauerstoff steckt, dann ist es sehr stabil. Sieht man übrigens auch am Wikingerschiff. Es ist bioabbaubar und die Kollegen, die das dann aus dem Meer geholt haben, aus den Sedimenten, mussten das auch wirklich gut imprägnieren und stabilisieren, dass es dann nicht in der Ausstellung anfängt abzubauen. Hier der Tollundmann, das ist eine Moorleiche ebenfalls. Also Sie und ich, ob wir es mögen oder nicht, sind bioabbaubar. Es sei denn, wir lassen uns im Moor begraben. Im Moor ist es dann so, dass wir auch nach vielen Hunderten von Jahren noch gefunden werden, weil die Bedingungen, die dort vorherrschen, den Bioabbau nicht erlauben. Und ich glaube, die Geschichte geht so, dass der gefunden worden ist und dann hat man die Polizei gerufen, weil man dachte, es wäre kürzlich jemand ermordet worden. Man sieht das in den Zertifizierungen. Dieser Gedanke ist schon durchgedrungen. Also in den Zertifizierungen ist es so, dass oftmals gesagt wird, wo findet der Bioabbau statt. Also zum Beispiel okay Kompost oder okay Boden, okay Wasser, okay Marinesystem. Also eine Einschränkung, deshalb zeige ich diese Folie, es ist nicht eine Materialeigenschaft allein. Es ist nicht das Polymer allein, das entscheidet. Es entscheidet auch die Umwelt, in die das Polymer gegeben wird. Ein zweiter Punkt, und der ist ebenfalls wichtig, ebenfalls maximale Verwirrung. Und da nehme ich auch wiederum die Wissenschaftler mit hinein. Das ist leider nicht immer so ganz klar. Es gibt den Begriff des Bioplastik. Klingt gut, klingt grün, klingt sauber, klingt schön. Problem ist aber ein bisschen, und hier bin ich jetzt auf einen Löffel zu, komme jetzt auf einen Löffel zu sprechen, der ist 100% natürlich, suggeriert, er ist ja wahrscheinlich doch dann auch bioabbaubar, aber er ist aus einem Polymer hergestellt, was konventionell ist, aber mit Monomeren, die biobasiert sind. Das heißt also von Pflanzen oder Mikroorganismen. Das heißt, man kann schon sagen, dieses Material ist grün. Ja? Es ist nicht aus Erdöl hergestellt, aber es ist leider nicht bioabbaubar. Das heißt, man muss unterscheiden, hat man ein biobasiertes Material von Pflanzen oder von Organismen hergestellt oder hat man ein bioabbaubares Material und das bioabbaubare Material, die finden wir hier drüben, die können entweder auch biobasiert sein oder sie können auf Erdöl basiert sein. Das heißt also, die Herkunft des Kohlenstoffs bestimmt nicht, ob ein Material bioabbaubar ist oder nicht. Das bestimmt allein die chemische Struktur des Polymers. Aber wir können natürlich uns darüber unterhalten, ob es Sinn macht, mehr und mehr des Erdöls zu ersetzen durch biobasierte Rohstoffe, um näher in die Kreislaufwirtschaft zu kommen. Herkömmliches Plastik ist keins von beiden. Ja, das ist wirklich hier die dunkle Ecke des Diagramms, ist auf Erdöl basiert und auch nicht bioabbaubar. Aber nicht alles Bioplastik ist bioabbaubar. Das meine ich, will ich damit sagen. So, und jetzt kommen wir, bevor ich dann auf die wirklichen zu sprechen komme, es gibt die Good, the Bad und dann gibt es sogar noch die Ugly. Und ich habe das hier reingeschrieben, weil auch da muss man sich bewusst sein, ich spreche über bioabbaubare Materialien, wo ich als Wissenschaftler vertreten kann, zu sagen, die sind bioabbaubar. Und ich werde das zeigen in den folgenden Folien. Es gibt aber leider auch Firmen, die sagen, ihre Materialien sind bioabbaubar und in Wirklichkeit sind sie es nicht. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ist eine Firma, können Sie mal googeln, Polymateria, ist super. Also wenn Sie da auf die Webpage gehen, da leuchtet alles und man sieht die Erde aus dem Weltall und grüner geht es gar nicht. Also das ist super. Und dann kommt der Prinz King Charles vorbei und schüttelt die Hand vom CEO und in Davos gewinnen die alle Nachwuchspreise. Aber es ist ein Riesen-Hoax, es ist ein Riesen-Fake. Ja, was die machen ist, die nehmen die konventionellen Plastikmaterialien und tun in diese Plastikmaterialien bestimmte chemische Additive. Und diese Additive, wenn man sie erhitzt und wenn man Sonne drauf strahlen lässt, dann führen die dazu, dass das Plastik zerfällt. Das ist dann weg. Es ist dann Nanoplastik. Aber visuell weg sein heißt nicht Bioabbau. Ja, und das ist ein Riesenproblem bei diesen Materialien. Die Kollegen von dieser Firma haben sich sogar einen Standard gekauft. Auch das geht in Großbritannien. Die sagen also, wir sind zertifiziert, bioabbaubar nach diesem Standard. Sagen aber nicht, dass sie den Standard selbst gekauft haben. Und
in dem Standard das drinsteht, was ihre Materialien erfüllen. Also es ist weiterhin ein großes Problem, dass es auf dem Markt wirklich die bioabbaubaren gibt, aber es gibt eben auch diese fälschlich bioabbaubaren. Und die voneinander zu unterscheiden, ist für einen Wissenschaftler wie mich mit dem Vorwissen einfach, aber für viele nicht. Und dann gehen immer mal wieder die Nachrichten durch die Presse, bioabbaubare sind gar nicht wirklich bioabbaubar. Das kann dann unter Umständen diese Materialien betreffen. Muss man also sehr vorsichtig sein. Und ich habe das mal mit dem Guardian in England eine E-Mail-Exchange gehabt, also einen E-Mail-Verkehr gehabt und habe gesagt, was habt ihr denn da geschrieben? Das ist diese Firma, das ist doch, ja, nee, da haben wir so viel Zeit haben wir jetzt nicht, das im Detail zu prüfen. Erklären Sie mir ganz kurz, warum das nicht funktioniert. Und dann setze ich an als Wissenschaftler und sagen die, naja, ich habe den nächsten Termin, also dann bis später. So, also es ist schwierig. Die wirklich bioabbaubaren, und das ist jetzt der Lichtblick, die Lösung, die wirklich bioabbaubaren habe ich Ihnen einmal hier gezeigt. Es gibt auch die richtigen, also die wirklich in der Struktur verankert haben, die Bioabbaubarkeit. Und es ist nicht so wichtig jetzt, für mich als Chemiker ist das natürlich toll, aber wenn Sie nicht chemisch affin sind, dann ist das vielleicht etwas erschreckend hier. Was aber interessant ist, was Ihnen vielleicht hilft, sind diese Sollbruchstellen zu erkennen. Viele von diesen Polymeren sind Polyester. Nicht jeder Polyester ist bioabbaubar, beispielsweise Polyethylentheraphthalat ist auch ein Polyester, nicht bioabbaubar. Aber viele Polyester sind bioabbaubar, manche Polyester sind bioabbaubar und das liegt an dieser Esterbindung. Weil die Esterbindung, das sehen Sie hier unten, das ist diese Struktur, das ist wie die Sollbruchstelle und chemisch kann das reagieren und kann, was wir eine Säure nennen und ein Alkohol. Da gehen diese zwei auseinander. Und das ist entscheidend für den Bioabbau, weil die kleinen Einheiten entstehen müssen. Ich bin zurück wieder bei der Kuh, die ich Ihnen gebe. Sie müssen Stellen finden, wo Sie die Kuh zerschneiden können. Und das sind die Ester oder das sind so glykosidische Bindungen, wie zum Beispiel in der Stärke, die ebenfalls hydrolysiert werden können. Hydrolyse heißt Reaktion mit Wasser. Auch das macht sehr viel Sinn, dass diese Strukturen in der Regel basiert sind auf einer Hydrolyse. Man könnte diese Materialien auch auf einer Oxidation basieren, dass die Ketten gebrochen werden durch eine Oxidation. Da sind wir dann aber beim Wikingerschiff und bei Venedig. Wenn diese Materialien, die oxidativ abgebaut werden, in anoxische Bereiche kommen, werden die nicht mehr abgebaut. Wohingegen hydrolytisch spaltbare Polymere immer dann funktionieren, wenn es auch Wasser hat. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass in Arizona diese Materialien oder in der Sahara vielleicht Schwierigkeiten haben. Das kann durchaus sein, wenn es nicht genug Wasser hat. Aber viele unserer Umwelten haben Wasser und deswegen macht die Hydrolyse sehr viel Sinn. Gut. Also, der zweite Teil haben wir erledigt. Wir kommen jetzt zu der Forschung an der ETH, aber wir liegen, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Ich hoffe, ich kriege das gut hin. Ich werde Ihnen jetzt, habe ich Ihnen viel versprochen, vom Bioabbau. Ich habe gesagt, es gibt diese Materialien, die werden gespalten. Jetzt wird es etwas faktenbasierter, ein bisschen mehr ein Einblick in die Forschung. Wenn Sie viel Chemie-Hintergrund haben, viel Materialwissenschaften-Hintergrund haben, dann ist das jetzt vielleicht nicht der große Wurf. Aber ich habe versucht, das so abzustimmen, dass Sie vielleicht ein bisschen sehen, was wir machen, wenn Sie chemische Vorkenntnisse haben. Aber es sollte nicht so schwer sein, dass Sie nicht verstehen, was wir machen, wenn Sie keine chemische Vorkenntnisse haben. Mal sehen, ob das gelingt. Ich möchte spezifisch über bioabbaubare Mulchfolien sprechen. Werden in der Schweiz verkauft. Hier habe ich so eine bioabbaubare Mulchfolie. Ich kann die auch mal vielleicht rumgeben. Ich weiß nicht, ob das von Interesse ist. Dieses shiny, dieses leuchtige, dieses strahlende Material, das ist Polyethylen. Das sind die traditionellen Folien. Dieses etwas dumpfere, rauere, das ist eine bioabbaubare Mulchfolie. Ja? Also die zwei Materialien gibt es, konventionell bioabbaubar. Und ich weiß nicht, kann ich Ihnen das geben? Geht das? Ja? Ich kann es auch gern weiterreichen. Sie können mir einfach sagen, wenn ich es... Vielleicht warte ich eben den Moment... Ja, gut, warum Landwirtschaft, warum Mulchfolien? Global ist das ein Riesenthema.
Wenn man global sagen will, ist es wichtig, dann guckt man in der Regel nach Asien, insbesondere nach China. In China werden 20 Millionen Hektar pro Jahr mit Mulchfolien belegt. Das entspricht 5-mal der Gesamtfläche der Schweiz, die jedes Jahr in der Landwirtschaft in China unter Plastik liegen, unter Mulchfolien. Riesenmengen. Und die Böden sehen dann zum Teil so aus. Das ist jetzt kein gestelltes Foto. Also man sieht auch, wenn man im Internet schaut, gibt es so Traktoren, die mit Flammenwerfern über die Felder fahren, um das Plastik zu verbrennen. Man muss aber nicht unbedingt nach Asien zeigen und immer sagen, es ist ein asiatisches Problem. Das ist auch ein europäisches Problem. Wenn wir jetzt unsere Gurke kaufen beim Migros und beim Coop, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie aus Almeria kommt in Südspanien. Und dort hat es so viel Plastik, dass es aus dem Weltall aussieht wie ein Gletscher, ist aber in Wirklichkeit leider keiner, ist in Wirklichkeit sind Gewächshäuser und Mulchfolien, die mit Plastik bedeckt sind. Böden und Plastik in Böden ist ein Riesenthema, aber wir haben das noch nicht so sehr auf dem Radar. Wir kennen sehr, sehr viele Bilder aus Marinesystemen, aus Stränden, vielleicht auch aus dem Urlaub, wo man es sofort erkennt. Aber es gibt Schätzungen für die Schweiz, dass in Böden viel, viel mehr Plastik vorkommt als in Seen und Flüssen. Das heißt also auch dort der Augenmerk auf die Landwirtschaft, auf landwirtschaftliche Betriebe, weil sie relativ viel Plastik enthalten können. Und auf die Quellen komme ich gleich. Woher kommen diese Plastikmaterialien in der Landwirtschaft? Es gibt die indirekten Einträge, beispielsweise Kompost kann Plastik enthalten, Gärgut kann Plastik enthalten und auch Klärschlamm. Das wird glücklicherweise in der Schweiz nicht mehr gemacht, die Klärschlammausbringung. Aber, und das sind, da kommen wir zu der Mulchfolie, es gibt auch direkte Anwendungen von Plastik in der Landwirtschaft. Und insbesondere bei Mulchfolien ist es so, die werden direkt auf den Boden aufgebracht, müssen 6, 7, 8, 9 Wochen stabil sein, werden aber während der Nutzung spröde und zerfallen, sodass selbst wenn der Landwirt, die Landwirtin versucht, das am Ende einzusammeln, bleibt ein Teil zurück. Und das sind in der Regel dann die konventionellen, also das shiny, das leuchtige, das leuchtende Material, was jetzt gerade rumgeht, und das ist nicht bioabbaubar. Wie viel Plastik wird verwendet? Dazu gibt es Schätzungen. In der Schweiz sind es ungefähr 16.000 Tonnen Plastik pro Jahr. Und die Schätzungen gehen so weit, dass man sagt, ca. 1% bleibt zurück. Das ist sicherlich bei Mulchfolien der Fall. Man weiß, dass momentan die Belastungen noch nicht so hoch sind, dass wir jetzt schlaflose Nächte haben sollten. Aber weil diese Materialien persistent sind und sich anreichern, ist jeder Eintrag linear eine Erhöhung der Konzentration. Und das heißt, man muss aufgrund des Vorsorgeprinzips aufpassen. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Einträge verringern oder die Materialien derart gestalten, dass sie eben nicht akkumulieren, sondern dass sie abgebaut werden. Und da kommen die bioabbaubaren dann ins Spiel. Eine Struktur zeige ich Ihnen hier und das ist das Polybutylenadipat-Tiraphthalat, das ist ein Hauptbestandteil von den Mulchfolien, wird aber zum Beispiel auch in den kompostierbaren Beuteln verwendet. Interessant hier vielleicht noch einmal diese Sollbruchstellen, das sind wieder die Ester. An diesen Estern kann gespalten werden, dann entstehen hier Schnitzel und so weiter, wie bei der Kuh, oder? Die klein zerlegt wird. Das wird aufgenommen und kann verstoffwechselt werden. Beim Polyethylen als Beispiel der Mulchfolie, die Sie gerade sehen, ist das nicht möglich. Dort gibt es nur CCCCC-Bindungen und die sind extrem stabil. Und die Umwelt kennt die nicht und hat deshalb keine Enzyme dafür. Das haben Sie gesehen. Wir gehen jetzt im Folgenden durch die Schritte der Forschung, die wir an der ETH machen, um dieser Frage nachzugehen, bauen diese Materialien auch wirklich im Boden ab. Also wir kommen jetzt zum Fact, not Fiction. Hier sehen Sie Bilder der Kolonisierung. Das ist der erste Schritt. Das sind Elektronenmikroskopieaufnahmen von Kollegen an der EAWAC aufgenommen. Was Sie sehen, ist eigentlich die Oberfläche dieser Mulchfolien oder dieser Polymere, sollte ich in diesem Fall sagen. Das ist eine PBAT-Oberfläche, die im Boden inkubiert worden ist. Und wenn Sie die im Boden inkubieren, in diesem Fall nach 6 Wochen, haben wir die Folie wieder herausgeholt und haben dann mit dem Mikroskop auf die Oberfläche geschaut. Und was Sie eigentlich sehen, diese Spaghetti, die hier auf der Oberfläche liegen, das sind Pilzhyphen. Das heißt, die Pilze sind über die Oberfläche gewachsen,
Sie sehen hier auch diese kleinen nudelförmigen, unizellulären Mikroorganismen, ich vermute, es sind Bakterien, die sich um die Pilzhyphen herum anlagern. Und Sie sehen vielleicht auch auf der Titelfolie, die ich gezeigt hatte, dass es hier so kleine Canyons gibt und in manchen Fällen sogar Wuchs in die Folie hinein. Also wir sehen, dass um diese biologischen Strukturen herum die Folie abgebaut und zersetzt wird. Das ist auch hier nochmal relativ deutlich. Das ist dieses Bild vom Eingang, wo man sieht, okay, die Pilzhyphen, und ganz offensichtlich ist hier irgendwas um die Pilzhyphe passiert, denn ursprünglich sah das Material ja so aus. Und das sind jetzt relativ frühe Bilder, damit man überhaupt noch was sieht. Also wenn ich zu lange gewartet hätte, wäre da ein Loch, weil das dann einfach weg ist. Aber hier bekommt man das vielleicht auch ein bisschen zu sehen, dass im Hintergrund hier sehr, sehr viel bewachsen ist und dass hier Löcher entstehen und die Polymere aufgelöst werden. Das Auflösen, das wissen Sie jetzt, das sind eigentlich die Enzyme, die abgegeben werden, in diesem Fall von den Pilzhyphen. Und die Enzyme fangen dann an, das Material zu zersetzen und der Pilz ernährt sich davon. Und deshalb löst er um sich herum das Material weg. Gut, das ist die Kolonisierung. Also wir sehen, biologische Strukturen wachsen auf die Oberfläche. Das passiert übrigens bei einer PET-Flasche auch. Das ist jetzt noch nicht ein Indikator allein, dass da Bioabbau stattfindet. Aber wir sehen auf der Oberfläche Veränderungen der Struktur, die darauf hindeuten, dass dort auch ein Abbau stattfindet. Der zweite Schritt ist dann diese Exoenzyme, die ausgeschieden werden. Und diese Enzyme bauen, zerschneiden die Polymere. Dazu haben wir relativ viel geforscht, aber ich will dort nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich will mit dieser Folie nur eine Sache klar machen, wiederholt klar machen vielleicht ist. Die Enzyme sind nicht für das Plastik gemacht. Es ist also nicht so, dass die Mikroorganismen irgendwann gesehen haben, oh, hier kommt jetzt ein neues Plastik. Also synthetisiere, erfinde ich doch ein neues Enzym. Und dieses neue Enzym spaltet dann das Plastik. In Wirklichkeit ist es so, dass diese Enzyme vorher schon da waren und aktiv sind auf Biomolekülen, Biomakromolekülen, die zerschnitten werden und die eine ähnliche chemische Struktur haben wie jetzt die bioabbaubaren Polymere. Und ein Beispiel ist die Schale von Tomaten. Die besteht aus Kutin, einer Wachsschicht auf der Oberfläche von Blättern und manchen Früchten. Und dieses Kutin ist eigentlich ein Schutz der Pflanze. Aber Pilze haben es geschafft, dieses Kutin abzubauen, um durch die Kutinschicht zu kommen. Und diese Kutinasen, die das Kutin zerschneiden, die können auch sehr gut die bioabbaubaren Polymere zerschneiden. Also Ziel muss sein, Materialien zu machen, die die Funktion erfüllen in der Anwendung, aber die so ähnlich aussehen wie das, was in der Umwelt schon vorkommt. Gut, der ultimative Beweis, dass Bioabbau stattfindet, ist nicht eine Mikroskopieaufnahme, wo die Oberfläche sich ein bisschen verändert hat oder ein Enzym, das das spalten kann. Der ultimative Beweis ist, dass die kleinen Einheiten, die von der Oberfläche kommen, aufgenommen werden und dann verstoffwechselt werden. Wir müssen zeigen, es geht ins CO2 und es geht in die Biomasse. Das ist der Beweis, dass diese Materialien wirklich umgewandelt werden. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Wir müssen also zeigen, dass dieser Kohlenstoff von dem Polymer, nicht nur, dass die Einheiten zerschnitten werden, sondern dass dieses Polymer, der Kohlenstoff, in CO2 und Biomasse umgewandelt wird. Das geht. Was man macht, ist, man nimmt das Material, beispielsweise bei der bioabbaubaren Mulchfolie, und steckt dieses Polymer in den Boden und misst dann, wie viel CO2 entsteht. Diese Art von Messung haben ein Problem. Und das Problem ist, dass der Boden auch Kohlenstoff enthält. Und der Bodenkohlenstoff wird ebenfalls mineralisieren zu CO2. Und dann kann es sehr schwierig sein, den CO2 von der Folie von dem zu unterscheiden, was aus dem Humus im Boden kommt. Und um das zu lösen, gibt es glücklicherweise von der Natur Isotope. Isotope sind Elemente, bestimmte Arten von diesen Elementen. Für diesen Vortrag reicht es vielleicht, dass wir sagen dem einfach ein stabiles Kohlenstoffisotop. Das unterscheidet sich in den chemischen Eigenschaften fast nicht, aber da ist
ein Isotop ist vom natürlich vorkommenden Kohlenstoff, vom C12, können wir es unterscheiden. Also der Trick ist eigentlich, wir können Polymere synthetisieren, die einen Teil der Kohlenstoffatome rot angemalt haben. Und diese rot angemalten Kohlenstoffatome kommen im Boden nicht vor. Und wenn wir jetzt rot messen im CO2 oder in der Biomasse, dann wissen wir wirklich, das kommt aus dem Polymer und nicht aus dem Boden. Das ist relativ kostspielig, also ein solches Polymer zu synthetisieren. 10 Gramm kosten dann vielleicht 25.000 Schweizer Franken. Also es ist wirklich teuer, aber es ist der einzig stringente Beweis, dass man sagen kann, das Kohlenstoffatom, das wir jetzt im CO2 oder in der Biomasse messen, kommt nicht aus dem Boden, es kommt wirklich aus dem Polymer, denn dort haben wir diese roten Isotope hineingetan. Das zeige ich Ihnen hier. Wie sieht also eine solche Studie aus? Was Sie hier sehen, ist eine Inkubationszeit, wo der Polymer im Boden ist. Das ist jetzt in diesem Fall dieses PBS. Und dieses PBS hat diese rote Farbe in sich, ist angemalt. Und was Sie ebenfalls sehen, ist Zellulose, ein natürlich vorkommendes Biopolymer. Und was Sie hier sehen, ist die prozentuale Umwandlung ins CO2. Und Sie sehen bei der Zellulose, wir geben das in den Boden und wir müssen gar nicht lang warten. Da wird von den Pilzen und Bakterien schon sehr viel von dem CO2 umgewandelt und geht ins CO2. Das heißt, die Zellulose wird schnell veratmet. Macht auch Sinn. Pilze und Bakterien im Boden kennen Zellulose. Wir sind zurück bei der Unterhose. Das wird relativ rassig und schnell zerlegt und umgewandelt. PBS wird auch mineralisiert. Sie sehen hier, das dauert jetzt deutlich länger, über 400 Tage und wir kommen hier auf ungefähr 60-65%, das sind sogar schon 70%. Aber ganz klar, diese Materialien werden ebenfalls mineralisiert. Das heißt also, mit diesem Ansatz, wo man die Kohlenstoffatome anmalt, können wir das zeigen. Wir können aber noch mehr zeigen. In dem Moment, wo wir die Kohlenstoffatome anmalen, gibt es sehr, sehr spannende Techniken, die uns auch erlauben zu zeigen, dass dieser Kohlenstoff in die Biomasse eingebaut wird. Das ist ein Gerät, das hat es, glaube ich, in der Schweiz zweimal. Ich glaube, in Lausanne steht, also ich weiß, in Lausanne steht das. Ich meine, da stehen zwei, aber das gibt es vielleicht auf der Welt 20, 30 Mal, nicht sehr häufig. Was man dort macht, ist, dass man mit einem Ionenstrahl, und ich bin kein Physiker, also fragen Sie mich nicht, wie ein Ionenstrahl genau funktioniert. Ich sage Ihnen nur, man schießt auf die Oberfläche. Und man schießt auf die Oberfläche und was entsteht, sind Sekundärionen. Und diese Sekundärionen, die geben die chemische Signatur dessen wieder, worauf ich gerade geschossen habe. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier über die Oberfläche fahre, dann sehe ich den Kohlenstoff von dem Mulchfilm. Jetzt sehe ich den Kohlenstoff von der Biomasse, jetzt sehe ich wieder den Mulchfilm und jetzt sehe ich wieder die Biomasse. Und wenn dieser Mulchfilm 13C markiert ist, rot angemalt hat, ist und die Mikroorganismen den Kohlenstoff aufgenommen haben, dann sollte ich jetzt den 13C markierten roten Kohlenstoff auch in der Biomasse dieser Mikroorganismen finden. Und genau das ist der Fall. Also wenn Sie hier diese Strukturen auf der Oberfläche angucken, das ist wieder Elektronenmikroskopie, das sind 12C14N-Ionen. Warum ist das vielleicht spannend? Der Mulchfilm enthält keinen Stickstoff. Das heißt, die Ionen sehen wir nicht, wenn der Ionenstrahl auf diese Oberflächen trifft. Dann sehen wir keine Ionen, die 12C14N sind, weil der Hintergrund keinen Stickstoff enthält. Biomasse enthält Stickstoff. Deswegen kommt das jetzt als Kontrast relativ gut heraus, weil wir immer dann sehen, wenn Kohlenstoff und Stickstoff vorhanden sind, leuchtet das auf. Hier sieht man aber ganz klar, dass diese Pilzhyphen deutlich von diesem 13C eingelagert haben. Das heißt also, dadurch, dass die hier rot erscheinen, haben sie wirklich massiv von dem Kohlenstoff aus der Folie, aus dem Polymer aufgenommen. Wenn sie sich ernährt hätten vom Kohlenstoff des Bodens, dann würden sie so aussehen. Dann wären sie blau und hätten eine Häufigkeit von 1,1%. Also es stimmt, du bist, was du isst und das kann man mit diesen Instrumenten zeigen. Es wird wirklich auch ein Teil des Kohlenstoffs in die Biomasse eingelagert. Ich möchte zum Schluss ein bisschen einen Ausblick geben. Es geht ja um landwirtschaftliche Produkte, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Und ich habe Ihnen jetzt spannende, hoffe ich,
Experimente gezeigt, die alle im Labor entstanden sind. Und Labor ist nicht Freiland. Und Sie könnten also sagen, naja, gut, das ist ja schön, dass das im Labor funktioniert, aber wie ist es denn jetzt auf dem Feld? Wo, da, auf dem Platz ist ja die Wahrheit. Und deshalb haben wir finanziert durch das Bundesamt für Landwirtschaft jetzt Studien durchgeführt, wo wir diese bioabbaubaren Mulchfolien in so kleine Beutelchen stecken, mit Boden füllen und dann sowohl im Labor als auch im Gewächshaus als auch im Feld vergraben und nach unterschiedlichen Zeitpunkten zurückgehen und diese Beutel zurückholen, wenn sie nicht von Mäusen geklaut sind. Auch das kommt vor, die mögen das scheinbar, vielleicht so als Kissen, ich weiß es nicht. Aber wenn sie dann noch da sind, und die meisten waren noch da, dann können wir die zurückholen und dann wirklich messen, wie viel von dem bioabbaubaren Polymer ist denn jetzt nach 2 Jahren noch vorhanden. Und da sind wir dran und die Ergebnisse kommen Anfang des nächsten Jahres. Es ist deutlich langsamer im Feld, so viel kann ich sagen, aber es findet auch im Feld statt. Gut. Ich komme wirklich zum Ende. 5 Minuten habe ich, glaube ich, noch. Aber ich komme zum Ende. Wir befinden uns auf der Zielgeraden 10 Meter. Jetzt, wir sind fast im Ziel. Ich habe viel gesprochen über bioabbaubare Polymere. Und ich habe eigentlich immer über Strukturpolymere gesprochen, über Plastik. Also das sind ja offensichtlich Materialien. Das hat eine Struktur, das ist ein solides, ein festes Material. Hier ist es so ein bisschen dazwischen. Das habe ich Ihnen nicht gesagt, aber es ist so bei dieser Schutzhülle hier. Worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, und das wird, denke ich, in den nächsten Jahren eine riesige Diskussion sein, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, sind die wasserlöslichen Polymere. Es gibt Polymere, die benutzen Sie jeden Tag, die ebenfalls nicht bioabbaubar sind, die wir aber in großen Mengen verwenden. Sie sind nicht alle Landwirte, nehme ich an. In Pflanzenschutzmitteln werden die als Beistoffe verwendet. Wenn ich also Pestizide ausbringe, dann mache ich das nicht in Wasser, sondern ich habe Emulgatoren, Lösungsvermittler, Stabilisatoren. Die sind oftmals Polymere. Sind nicht sehr deutlich reguliert momentan. Und wir haben eine Inventur gemacht von dem, was verwendet wird. War eine relativ komplizierte Sache. Der PhD-Student Kevin Klemann hat da in ganz viele Patente und so reinschauen müssen. Das steht nirgendwo aufgeschrieben, jetzt schon, demnächst. Im November kommt das jetzt raus. Aber viele von diesen Polymeren, die in der Landwirtschaft verwendet werden, nicht die Strukturpolymere, die löslichen, sind nicht bioabbaubar. Und wir sprühen die in relativ hohen Mengen auf die Felder. Jetzt sagen Sie vielleicht, ah, ich habe schon immer gewusst, die Landwirtschaft, das sind die schlimm. Wenn Sie heute Abend sich aber die Zähne putzen und vielleicht noch duschen gehen und vielleicht die Nachtcreme auftragen, ich fange auch langsam damit an, dann ist es so, dass Sie dort auch ganz viele Polymere drin haben, die ebenfalls nicht bioabbaubar sind und die mit dem Produkt dann in die Umwelt gelangen. Also in den Kläranlagen, dort werden sie vielleicht am Schlamm gebunden. Manche sind abbaubar, aber viele sind es nicht. Und das heißt also, die sind bisher nicht erkannt. Bisher kriegen sie wenig Aufmerksamkeit, weil wir können sie am teuer bezahlten Urlaubstrand nicht sehen. Die sind wasserlöslich, die sehen wir nicht, aber sie sind in relativ großen Mengen da. Also da prognostiziere ich, werden wir viele Diskussionen haben in der Zukunft. Gut, 2 Minuten habe ich noch. Das wird eine Punktlandung, hoffe ich. Zusammenfassung und Ausblick. Ich habe versucht, Ihnen klarzumachen, dass konventionelles Plastik überall in der Umwelt ist, aufgrund der Stabilität. Ich persönlich verdamme diese Materialien nicht. Ich denke, sie haben ihre Berechtigung, sie haben ihre Funktion. Aber wir als Gesellschaft müssen sie als Wertstoffe, als wirklich einzigartiges Material begreifen und müssen dazu kommen, sie im Kreis zu führen. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und das ist bei uns so und das ist in anderen Ländern so. Und wir können vielleicht, wie ich es vorhin gesagt habe, auf Asien zeigen und sagen, die schlimmsten Flüsse sind doch in Asien. Naja, Coca-Cola, Pepsi und Nestle sitzen nicht in Asien. Wir verpacken die Materialien, die dort nicht entsorgt werden können. Und das meine ich jetzt nicht schlimm der Industrie gegenüber. Ich bin da relativ offen. Ich glaube, die haben das auch erkannt. Aber es ist nicht ein asiatisches Problem oder ein Problem der sich entwickelnden Welt. Bioabbaubares Plastik hat Sollbruchstellen und die werden von Mikroorganismen zerschnitten, von den Enzymen und diese kleinen Moleküle können dann aufgenommen werden.
Bioabbaubare Polymere lösen nicht das Umweltplastikproblem. Das sind Sie und ich und wir als Menschheit, die das lösen müssen. Aber in bestimmten Anwendungen, immer dann, wenn beispielsweise Plastikmaterialien bewusst in der Umwelt verwendet werden. Ja, es geht jetzt nicht um hier dieses Material, das wird nie in die Umwelt gelangen. Das kann stabil sein, damit es für viele Vorträge hält. Aber Materialien, die wir bewusst in die Umwelt bringen, dort müssen wir sofort überlegen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, es bleibt dort und dann müssen wir vielleicht die Materialien nicht aus konventionellem Plastik machen. Forschung ist extrem wichtig. Ich finde die Mikroplastik- und Nanoplastikforschung wichtig, aber wir wissen, das Zeug ist überall. Wir brauchen also nicht noch 30 weitere Jahre zu zeigen, es ist im Wahl und ich kann im Mount Everest das finden und wahrscheinlich finde ich es auf dem Mond. Das ist gut und wichtig, das hat unsere Bewusstsein bestärkt, dass wir aufpassen müssen. Aber ich denke, wir müssen Richtung Ziele kommen, Richtung Lösungen, Richtung neue Materialien. Und dort sind eben die bioabbaubaren, wie ich sie sehe, ein Teil der Lösung. Nicht die Lösung, aber ein Teil der Lösung. Damit möchte ich zur Danksagung kommen. Es sind also viele, die beigetragen haben. Ich muss insbesondere die PhD-Studenten und auch Postdocs hier erwähnen, auch Masterstudenten, die maßgeblich dazu beitragen, dass du hier deinen Freitagabend, aber danke, das ist super, die also hier eigentlich die Daten generieren und ich komme und präsentiere sie. Ich hab diesen Luxus, das tun zu können, aber es ist viel Fleißarbeit im Labor und es sind letztendlich die Studierenden, die das leisten. Wir arbeiten viel mit der Uni zusammen, mit dem Agroskop, diese Feldstudien, Kollege an der EAWAG, der sehr viel der Mikroskopie geholfen hat, ETH natürlich, wir arbeiten mit der Industrie zusammen, ist vielleicht auch ein Diskussionspunkt, was ist die Rolle von Umwelt- und Naturwissenschaftlern in Bezug auf die Industrie. Und wie gesagt, ich bin da, ich denke, das ist wichtig, dass wir uns dem stellen und auch dort Partner haben, aber das können wir vielleicht diskutieren. EU ist auch so eine Sache, kann man auch diskutieren, da hoffe ich, wird es in der Zukunft Lösungen geben, dass die Schweiz wieder am großen Topf sitzt und nicht nur die Krümel kriegt, die vom Tisch fallen. Das ist also eine politische Aussage. Und dann das Bundesamt für Landwirtschaft. Und natürlich Ihnen, wie ich es am Anfang gesagt habe, vielen Dank. Freitagabend, lange Woche für Sie und für mich. Aber ich freue mich, dass Sie hier sind und dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Michael Sander, für diesen spannenden Einblick in die Forschung. Ich bin sicher, hier gibt es ganz viele Fragen, die jetzt auf Sie warten. Und ich werde gleich die Runde eröffnen. Gerne. Ich habe über die Potenziale des Abbaus gesprochen, aber eigentlich nie erwähnt, dass diese Materialien auch eine Stabilität brauchen. Und Sie hatten die Beispiele genannt, Mulchfolie, das muss funktionieren. Der Salat soll wachsen, nicht nur für 2 Wochen, sondern die Mulchfolie muss länger halten. Silage dort sogar deutlich länger. Und wenn ich diese Frage beantworte, dann ist genau das die große Herausforderung der Bioabbaubaren. Wir verwenden ja in der Regel Plastik nicht einfach, weil wir es können, sondern das Plastik hat eine Funktion. Und die große Herausforderung der Bioabbaubaren ist es, die Funktion in der Anwendung, die oftmals Stabilität verlangt, genau wie Sie das sagen, zu kombinieren mit einer möglichst schnellen Instabilität nach der Nutzung. Und das ist genau der Zielkonflikt. Und genau dort ist es schwierig, Materialien zu machen, die auf beiden Seiten funktionieren. Die Industrie kann sehr einfach bioabbaubare Polymere machen. Aber sie kann nicht so einfach bioabbaubare Polymere machen, die in der Anwendung auch lang genug funktionieren. Nehmen wir das Beispiel der Mulchfolien. Die Mulchfolie muss vielleicht 3-4 Monate halten. 8 Wochen. Sagen wir 8 Wochen mit ein bisschen Puffer. Einigen wir uns auf 10 Wochen. 10 Wochen oberhalb des Bodens soll sie funktionieren. Soll also keinerlei Risse, soll nicht kaputt gehen, soll nicht spröde werden, soll funktionieren. Dann kommt sie in den Boden und soll innerhalb von Monaten abgebaut werden. Und das ist schwierig. Ein Material, was nach 8-10 Wochen noch voll intakt ist, soll dann auf einmal möglichst schnell weg sein.
Ich beantworte das Ihre Frage. Silageballen sind auch interessant. Silageballen sind so dick, 50 μ und dicker, also in der Regel deutlich dicker. Auch bei Spargel ist es so, dass man dort eigentlich sagen kann, wenn die Folien sehr dick werden, dann ist auch das Einsammeln möglich. Es ist dann schwierig, wenn die Folien ganz dünn sind, wie bei den Mulchfolien, weil dann zerreißen sie beim Einsammeln und ein Teil bleibt zurück. Und werden, das ist wichtig, die müssen untergepflügt werden, weil der Bioabbau findet unterhalb der Erde statt, nicht auf der Erde. Ja, also vielleicht größte Aufmerksamkeit haben die PETasen bekommen. Das war eine japanische Studie vor einigen Jahren. Da hat man ein Bakterium gefunden, was ein Enzym ausscheiden kann, das PET abbaut. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich soll nicht sagen abbauen, ich sollte sagen zerschneiden. Und dann ist es so, dass diese Enzyme in der Regel auf bestimmten Strukturen funktionieren in dem PET, nicht auf allen. Diese Polymere haben oftmals zwei Bereiche. Wenn Sie Nudeln kochen daheim, dann kennen Sie das. Es gibt diese fluffigen Bereiche, die wir gerne essen mit Spaghetti. Das sind diese, wo die Stränge so ganz schön nicht fein säuberlich, wo sie so durcheinander gewirbelt sind und wir das leicht mit der Gabel hochheben können. Da kommen die Enzyme relativ gut ran, diese PETasen auch, und zerschneiden das. Es gibt aber kristalline Blöcke. Das ist dann, wenn wir die Spaghetti kochen und haben nicht aufgepasst und am Boden hat es diesen riesen Block, wo alles geordnet ist. Die sind auch in dem PET drin. PET ist also ein Material, was eigentlich aus zwei unterschiedlichen Formen besteht. Und die PETasen können gut die fluffigen Spaghetti hydrolysieren, aber nicht so gut das kristalline Blockmaterial. Und deshalb bin ich sehr skeptisch. Man hat dann damals gesagt, der Blick hat es publiziert. Also da war dann natürlich eine schöne junge Frau mit Bikini und da hieß es nicht mehr im Meer baden, der Bikini ist weg, weil wir haben jetzt die plastikessenden Enzyme. Ganz so einfach ist es dann nicht. Aber ich will sagen, die Biotechnologie hat Berechtigung, ganz klar, im chemischen Recycling dieser Moleküle, weil wenn man diese PETasen hat und optimiert, kann man natürlich Materialien wie PET sehr gut zerschneiden. Und dann die Monomere wieder gewinnen und mit denen dann neu synthetisieren. Wird auch hier in der Schweiz sehr intensiv gemacht. Also da schaut man auch an den Fachhochschulen nach genau solchen Enzymen und versucht sie zu optimieren. Das ist eine berechtigte Frage. Eine der Kontroversen über die bioabbaubaren Folien ist, ob es möglich ist, dass man die mikrobielle Zusammensetzung beispielsweise der Böden verschiebt in Richtung der Bakterien, die diese Materialien als Substrate verwenden können. Insbesondere zum Beispiel diese Pilze, die dann vielleicht auch pathologische Wirkungen auf Pflanzen haben. Die Studien, die ich kenne, sagen relativ klar, dass es auf den Folien so ist. Auf den Folien reichern sich die abbaubaren Mikroorganismen an. Aber es ist nicht so, dass es zurückgeht in den Boden im großen Maß. Also ich würde das wirklich so betrachten, dass das wie eine Blattoberfläche ist, die in den Boden kommt. Ist es nicht, der Vergleich hinkt natürlich, aber auf einer Blattoberfläche haben Sie auch spezifische Organismen, Pilze, die den Abbau machen. Das heißt, auf der Oberfläche wird sich immer eine andere Mikrobiologie befinden als im Boden selbst. Man muss auch vielleicht bei Böden auch noch dazu sagen, Böden sind jetzt ja nicht natürliche Systeme, also landwirtschaftliche Böden. Da machen wir uns manchmal auch nicht ehrlich, also da hauen wir alles drauf. Und bei den Plastik kommt dann oftmals berechtigt so ein Einwand, aber es ist nicht so, dass wir etwas Synthetisches in ein Naturökosystem geben. Unsere landwirtschaftlichen Böden sind das nicht mehr, trotz der Bestrebung, die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und mehr Kohlenstoff zu speichern. Aber es sind menschengemachte Systeme. Also der Heimkompost ist nicht der industrielle Kompost. Das heißt also, auch die Regulierung geht jetzt in die Richtung, dass sie sagt, es gibt industriell kompostierbar, okay, zertifiziert, wie zum Beispiel diese Tüte, und es gibt home compostable zertifiziert. Aber wenn Sie gucken,
Ein Homekompost ist bei Ihnen und bei mir wahrscheinlich deutlich unterschiedlicher als zwei industrielle Kompostieranlagen. Bei mir hängt er vielleicht auf dem Balkon in der vollen Sonne, kriegt im Sommer überhaupt kein Wasser, ist super trocken, da baut sich nichts ab. Das heißt also, das sehen Sie auch. Also wenn Sie zum Beispiel die Werbung von Nestle angucken bezüglich der neuen Kapseln, dann steht dann drauf, da ist das dann gezeigt und ich denke, das macht auch Sinn als Consumer Information, Konsumenteninformation, aber da steht dann drauf, geben Sie es in den Homekompost und dann steht dann kleine Sternchen und unten steht dann, es hängt dann doch sehr davon ab, wie Ihr Homekompost aussieht. Also das ist schon erkannt. Bei den industriellen Kompostern weiß ich insbesondere in Deutschland, die tun sich mit diesen Materialien schwer. Die wollen die nicht, die werden raussortiert. Aber ein Grund ist auch, dass in Deutschland sehr schnell kompostiert wird. Die haben eine Kompostierungszeit von, ich glaube, 6 Wochen. Und der Kompost, der hinten rauskommt, würde wahrscheinlich in anderen Ländern noch als nicht akzeptierbaren Gefahrenstoff bezeichnet werden. Das heißt also, dass die in der schnellen Kompostierung nicht vollständig zerfallen, das ist klar. Aber es ist eine große Kontroverse. Was auch eine Kontroverse ist, ich glaube, es hängt sehr kommunal ab, wo das Material landet. Mancher Bioabfall geht auch in die Vergärung. Und das können Sie als Konsument abhängig von dort, wo Sie wohnen, vielleicht gar nicht unbedingt wissen. Geht das jetzt in eine industrielle Kompostierung oder geht es in eine Vergärungsanlage? Und diese Materialien sind nicht unbedingt zwangsläufig auch in der anaeroben Vergärung bioabbaubar. Ja, dann herzlichen Dank, Michael Sander, für diesen spannenden Vortrag und die spannenden Einblicke. Damit möchte ich den Abend heute beschließen. Vielen Dank, waren Sie heute hier und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank.